I offer a draw. Good luck. Good luck. Hier ist Ledator und herzlich willkommen zu diesem Duell zwischen Orca Chess und Chessborn. Ich bin heute euer Kommentator für diese Partie und wir haben hier auf der rechten Seite Orca Chess mit den weißen Steinen. Er ist ein sehr starker Spieler, er hat bereits Turniere in Deutschland und Frankreich gewonnen und er hat auch beim Simultan gegen den Ex-Weltmeister Anand ein Unentschieden erreicht. Er ist ein positionell offensiver Spieler und er trifft heute auf Chessborn mit den schwarzen Steinen. Sie ist eine Topspielerin der Ukraine. Sie hat den dritten Platz in der U12 und der U18 erreicht. Und sie ist genauso eine offensive Spielerin und ihr Name ist von Game of Thrones, Daenerys Sturmtochter, entlehnt. Und es könnte hier ein sehr spannendes Match zwischen den beiden werden, denn beide Spieler sind, wie gesagt, offensive Spieler. Orca Chess vielleicht noch ein bisschen mehr positioneller Natur. Er hatte auch hier seine Leichtfiguren entwickelt und es kam hier französisch aufs Brett und jetzt der Zug F6, wobei diese Stellung sieht schon fast ein bisschen wie sizilianisch mehr aus, weniger wie französisch, denn D5 ist noch nicht auf dem Brett, sondern C5 und hier spielt Chessborn F6, wo sie doch davor schon G6 gespielt hat. Also G6 ist eher außergewöhnlich in der französischen Eröffnung. F6 ist natürlich bekannt, aber normalerweise meines Wissens nach nicht in Kombination mit G6. Also das ist hier schon eine außergewöhnliche Stellung. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist für Schwarz, dieser Aufbau G6 und dann F6 in Französisch. Orca Chess hat hier seinen Läufer mal sicherheitshalber zurückgezogen, der war ja angegriffen und greift jetzt mit seinem Läufer von E3 aus den Bauern auf C5 an, der ist aber ja noch von dem schwarzen Läufer gedeckt. Was hat Schwarz jetzt genau vor? Was hat Chessborn vor? Es ist jetzt ein bisschen nämlich luftig um den König am Königsflügel von Schwarz. Ist also noch nicht so klar, wie Schwarz seinen König später in Sicherheit bringen wird oder wie Chessborn ihren König hier in Sicherheit bringen wird. Was hat sie hier geplant? Ihr Aufbau ist noch recht flexibel. Sie lässt sich hier noch nicht in die Karten schauen, wo sie hin möchte oder was ihr Plan ist. Aber F6, G6, das ist eine seltsame Bauernstruktur in der französischen Eröffnung. Mal schauen, wie das hier weitergeht. Läufer nach G7, aber jetzt hängt doch C5, oder, okay, er spielt sofort, Orca Chess spielt hier sofort Läufer nach G2, er nimmt den Bauern auf C5 nicht, der hing doch gerade, wenn ich es richtig sehe, ja, der hing, genau. Okay, aber er spielt lieber hier solide mit Läufer nach G2, er nimmt diesen Bauern nicht, er lässt ihn stehen, auch wenn ich glaube, dass man den hätte nehmen können, oder? Natürlich, ja, den hätte man nehmen können.
Der war nicht gedeckt und danach hätte dann auch Schwarz Schwierigkeiten gehabt, vielleicht zu rochieren. Okay, jetzt spielt Chessborn den Springer nach E7 und wieder hat Weiß die Möglichkeit, den Bauern auf C5 zu nehmen. Orca Chess spielt natürlich gewohnt solide und möchte, denke ich, seinen üblichen Aufbau hier erreichen, mit Rochade und diesem finanzierten Läufer auf G2 und dann womöglich einen Angriff am Königsflügel langsam in die Gänge leiten. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, aber hier könnte er doch vielleicht sogar tatsächlich den Bauern einfach auf C5 nehmen, oder ist da ein Trick? Ah, da ist der Trick Dame nach A5, oder? Dame nach A5 ist vielleicht gefährlich, ja? Deswegen nimmt er den Bauern nicht, weil hier dieses Schach immer so ein bisschen gedroht hat. Dame A5 und dann B4. Wie ist das zu bewerten? Der Springer schlägt B4. Das ist wahrscheinlich gar nicht so gut für Weiß. Womöglich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste mir das auch länger anschauen. Aber er hat jedenfalls die Entscheidung getroffen, den Bauern nicht zu nehmen und stattdessen lieber zu rochieren, sich lieber in Sicherheit zu bringen. Ist vielleicht auch die vernünftigere Entscheidung. Und sie spielt jetzt B6, also jetzt deckt sie den Bauern. Jetzt ist es auch wirklich nötig, denn sonst hätte Weiß den Bauern einfach so nehmen können und es hätte kein gefährliches Schach gedroht. Okay, so, Weiß möchte sich jetzt wohl entwickeln, vielleicht Springer C3, vielleicht Springer nach D2. Weiß steht auf jeden Fall solide und Schwarz möchte wohl irgendwann D5 spielen. Oder möchte Weiß sowas wie C3, D4 spielen? Auch möglich, vielleicht denkbar. Und ein späterer Plan könnte von Weiß auch sein, H4 zu spielen. H4, Springer, H2 und F4. Das könnte man auch überlegen. Aber jetzt sollte Weiß, denke ich, doch erstmal sich um die Entwicklung seines Springers kümmern. Und ich denke, das wird Orca Chess jetzt dann auch machen, dass er demnächst seinen Springer hier entwickeln wird. Und dann sind die Leichtfiguren alle entwickelt und Weiß sollte solide stehen. Okay, erst Dame nach D2, das heißt, er möchte den Springer auf jeden Fall nicht über D2 entwickeln, sondern dann wohl über C3 und dann vielleicht über E2 und dann diesen Plan mit H4, Springer H2, F4, irgend sowas in die Richtung könnte ich mir hier vorstellen. Oder einfach den Springer mal auf C3 stehen lassen und mal gucken, wo er dann weiter hingeht. Vielleicht auch später nach E4 vielleicht, aber für E4 müsste er natürlich erst das Feld einmal freiräumen. Und da müsste, wenn er da den Bauern opfert über E5, wer weiß, ob das gerechtfertigt ist. Wahrscheinlich nicht, denn da ist ja Schwarz noch ziemlich oft drauf. Aber so rein als Plan, irgendwie wird hier Orca Chess sicherlich versuchen, Aktivität noch weiter zu gewinnen. Okay, Chessborn rochiert sich hier in Sicherheit, wobei, wie sicher ist der König denn da drüben, wo es sowieso schon ein bisschen luftig ist, durch diese Züge G6 und F6 ist da jetzt schon ein bisschen viel aufgerissen. Und Orca Chess versucht das gleich auszunutzen mit Läufer nach H6, um auch diesen schwarzen Läufer als Verteidigungsfigur abzutauschen und dann vielleicht einen Angriff auf den König zu starten. Das ist vielleicht ganz vernünftig oder ganz naheliegend, denn der König ist da gar nicht so arg gut gesichert. Da ist nur noch der Turm und der Springer, aber die Dame kommt auch nicht wirklich rüber und der Springer auf C6 ist dann schon doch sehr weit weg. Okay, aber stattdessen entwickelt sie sich hier weiter. Macht natürlich auch Sinn. Sie möchte natürlich nicht selber den Läufer schlagen, das ist ja klar, um Weiß hier noch zu helfen und wartet deswegen darauf, dass er den Läufer schlägt und nimmt jetzt hier zurück. Und jetzt wird Weiß wohl seine letzte Leichtfigur, denke ich, entwickeln. Orca Chess wird jetzt, schätze ich mal, seinen Springer entwickeln. Wo kann er hin? Wahrscheinlich nur nach C3. Alles andere, Springer A3 macht nicht so arg viel Sinn über C4. Nee, also Springer C3 muss eigentlich kommen. Oder erst nach D4. Okay, er möchte erst im Zentrum hier ein bisschen Druck aufbauen. Und jetzt steht Schwarz schon vor einer Entscheidung. Ja, D4 ist unangenehm für Schwarz. Orca Chess macht das hier wirklich geschickt. Er hat Schwarz erst am Königsflügel
ganz kleines bisschen geschwächt bzw. ausgenutzt, dass Schwarz hier sich ein bisschen den König ein bisschen luftig hatte. Wobei, noch ist da jetzt nicht viel passiert. Aber jetzt, typisch für einen starken offensiven Spieler, wenn er an einer Seite nicht mehr weiterkommt oder sich da gerade nichts ergibt, dann wechselt er einfach auf die andere Flanke und versucht da etwas zu generieren. Und so sehen wir das jetzt hier auch. Im Königsflügel ist das Ganze, hat sich ein bisschen beruhigt und deswegen hat er jetzt seine ganze Aufmerksamkeit aufs Zentrum gelegt und versucht jetzt den Zentrum Druck zu machen. Jetzt ist Schwarz vor der Entscheidung. Oder Schwarz möchte ja auch irgendwie Aktivität bekommen. Vielleicht D5? Möchte Schwarz... Ja, D5 ist vielleicht... Aber kann man das hier spielen? Okay, sie nimmt erstmal einmal hier im Zentrum. Und... Okay, Orca-Chess nimmt natürlich zurück. Und diese Idee mit D5 ist natürlich immer so ein bisschen in der Luft. Aber man muss, aktuell gegeht es natürlich noch nicht, weil noch E6 jetzt hängen würde. Der Springer würde dann da die Dame, den Turm und den König aufgabeln. Das kann man natürlich nicht zulassen. Aber diese D5-Idee, Schwarz wird, denke ich, irgendwie, also Chessborn, denke ich, wird hier irgendwie versuchen, D5 auf lange Sicht hier irgendwie durchzukriegen, um selber auch ein bisschen Aktivität zu bekommen und hier nicht nur das Ganze auszusitzen, diesen Angriff, der sich hier zusammenbraut von Orca Chess. Der das hier wirklich sehr gut macht, der hier seine Figuren gut formiert und da kann wirklich ein starker Angriff auf lange Sicht daraus entstehen. Turm nach C8. Der Zug gefällt mir, es ist ein flexibler Zug, nimmt auch die 10-Linie ein, das ist auf jeden Fall ein Argument und jetzt muss auch Weiß ein bisschen überlegen, der C-Bauer ist aktuell ungedeckt, ist es nicht arg schlimm, okay, Springer nach C3, die Entwicklung vom Springer, die haben wir ja schon jetzt lange erwartet, von daher, das ist nicht arg überraschend und jetzt ist Schwarz am Zug. So, was kann Schwarz machen? Dieser Turm nach C8-Zug war sehr flexibel. Das ist, denke ich, offensichtlich ein guter Zug. Und wenn man einfach alles noch offen lassen möchte, dann bietet sich sowas an. Jetzt muss Schwarz sich festlegen. Möchte Chessborn hier, möchte sie hier irgendwann D5 spielen? Die Frage ist, wann und wann geht's? Jetzt muss sie sich dann aber erst um E6 noch kümmern. Oder möchte sie vielleicht D6 geht auch nicht, weil auch wieder E6 immer hängt. Dann vielleicht erst den Springer einmal abtauschen im Zentrum und dann... Und dann D5 oder D6. Weil was will Schwarz ansonsten an Aktivität hier versuchen? Wenn sie am Königsflügel etwas macht, kann das auch ziemlich schnell nach hinten losgehen. Also irgendwas im Zentrum. Ja, sie nimmt im Zentrum. Jetzt gut, Weiß wird Orca-Chess mit natürlich zurücknehmen, genau, mit der Dame. Okay, und jetzt ist die Frage, kann man jetzt D5 spielen. Sieht ziemlich mutig aus. Weil andere Züge, die vielleicht sicherer sind, aber die Frage ist, was ist hier am besten? Irgendwelche Turmzüge, aber wohin genau? Was ist der Springer oder vielleicht Springer nach C6? Springer nach D5? D5. Sie spielt D5. Okay. Sie spielt D5 und gut, der Springer auf E7 steht da ja eigentlich ganz gut, weil er auch noch jetzt D5 deckt und damit diesen Vorstoß ermöglicht. Also nutzt Chessborn die Gunst der Stunde und stößt hier mit dem D-Bauern nach vorne, um auch selber etwas Aktivität zu bekommen. Das ist sicherlich ein Argument. Und jetzt ist natürlich Weiß vor der Entscheidung. Was macht er hier? Schlägt er hier? Na, die Frage, ja, ihm bleibt eigentlich nicht arg viel anderes übrig. Es ist schwierig, die Stellung. Oder vielleicht Turm A nach D1. Turm A nach D1, wie ist das zu bewerten? Oder Turm F E1, könnte man vielleicht auch überlegen. Also, ich denke, einer dieser Turmzüge oder das Weiß hier im Zentrum schlägt. Das ist wohl am naheliegendsten. Gibt es auch noch so Züge wie Springer B5 irgendwas? Nee. Genau, also er schlägt im Zentrum. Das macht Sinn. Und jetzt ist Schwarz wieder vor der Entscheidung.
wie nimmt Schwarz hier zurück? Wie nimmt Chessborn hier zurück? Mit der Leichtfigur, genau. Wenn mit dem Bauern wär schlecht gewesen, dann hätte Schwarz eine potenzielle Schwäche, diesen Isolani im Zentrum, wobei der auch so entstehen kann. Wenn jetzt alles abgetauscht wird, dann wäre da ein Isolani, oder? Ja. Aber die Frage ist, ob es so weit kommt oder ob Orkacas hier vielleicht auch einen anderen Plan hat. Also vielleicht Turm A nach D1 könnte man vielleicht auch überlegen. Aber da müsste man dazwischen tauschen und auf der C-Linie entsteht ein unschöner Doppelbau. Das könnte man noch überlegen, Springer B5. Aber es ist nicht so klar, wo der eigentlich hingeht. Wenn dann A6 kommt, ist unklar. Also führt wohl zu nichts. Dann vielleicht doch den Springer schlagen. Ich glaube, er muss, aber ich denke, er sollte hier tatsächlich im Zentrum schlagen und dann wahrscheinlich gleich direkt mit dem Springer, um dann den Doppelbauer auf C3 nicht zu bekommen, um da keinen Doppelbauer zu bekommen. Ja, dann schlägt er jetzt wahrscheinlich mit dem Springer auf D5. Oder möchte mit dem Läufer schlagen? Nein, der Läufer ist zu wertvoll. Den möchte er wohl erst als zweites tauschen, aber nicht als erstes. Denn sonst wäre auch der weißfältrige Läufer von Schwarz ziemlich stark. Das hat Chessborn hier auch gut gemacht, wie sie den weißfältrigen Läufer entwickelt hat. Der steht da recht gut eigentlich auf B7. Aber vielleicht wird jetzt auch gleich alles abgetauscht. Der König von Schwarz ist ein bisschen luftig. Okay, er schlägt. Er schlägt mit dem Springer. Macht Sinn. So, und wie nimmt sie jetzt zurück? Ja, eigentlich mit dem Läufer, oder? Weil andernfalls gibt es nur noch mehr Druck auf diesem Punkt. Deswegen genau mit dem Läufer nehmen. Und jetzt steht Weiß wieder vor der Entscheidung. Alles abtauschen und in dieses Endspiel gehen mit dem Isolani von Schwarz auf D5. Die Frage ist wie viel ist das wert? Aber ist, denke ich, kein schlechter Weg. Kann man hier auf jeden Fall überlegen, ob man hier ins Endspiel gehen möchte mit Weiß. Es ist wahrscheinlich etwas besser für Weiß. Also genau, er entscheidet sich dazu, in Richtung Endspiel hier zu gehen. Macht sicherlich Sinn. Und ich hätte jetzt erst gedacht, mit dem Bauern zu... Sie nimmt mit der Dame. Ah, mit dem Bauern nehmen wäre schlechter gewesen, genau wegen... Turm AD1 oder Turm FD1 besser gesagt. Turm FD1 und okay. Deswegen mit der Dame nehmen ist denke ich auch besser. Und dann alles ist hier erzwungen. Es wird hier alles erzwungen abgetauscht und dann verbleibt Schwarz eben mit diesem Isolani. C3, starker Zug. Erschwert dem Bauern das Vorrücken und vor allem verstopft es die C-Linie. Also hier sollte Weiß jetzt, denke ich, besser stehen. Das ist einfach, dieser Isolani ist unangenehm für Schwarz. Der Isolani auf D5 ist eine Schwäche und ein potenzielles Angriffsziel für Weiß. Weiß wird jetzt wohl versuchen, seine Türme auf die D-Linie zu bringen, vielleicht zu verdoppeln oder so, wer weiß, in der Zukunft, und Druck auf diesen isolierten Bauern auszuüben. Also ich denke, hier hat Weiß die Oberhand. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass Weiß auf Gewinn steht oder so, aber es ist, denke ich, zumindest angenehmer für Weiß hier auf jeden Fall zu spielen als für Schwarz. Schwarz muss hier eher verteidigen, auch wenn das Material natürlich noch vollkommen ausgeglichen ist und es ein Turmbauern ins Spiel, also das ist, denke ich, noch relativ remieslich, aber trotzdem, Schwarz muss hier aufpassen. Also es ist, jetzt muss Schwarz seine Verteidigungsqualitäten zeigen. Und das ist jetzt auch spannend, weil Chessborn ist ja eine offensive Spielerin und jetzt zeigt sich, welche Verteidigungsqualitäten sie hier vorweisen kann. Es ist gar nicht so einfach, hier einen guten Zug zu finden. Wahrscheinlich Turm nach E8, um einfach die Linie einzunehmen. Das ist, denke ich, recht offensichtlich. Turm E8 hätte ich jetzt gedacht, ja, Turm E8, D4 ist ein interessanter Zug, mit dem ich jetzt ehrlich gesagt nicht direkt gerechnet habe, aber sie möchte dann natürlich auf der zweiten Reihe eindringen. Ist das gerechtfertigt, ist das ausreichende Kompensation? Vielleicht, ja, vielleicht. Und dann, wenn sie mit dem anderen Turm auch noch irgendwie auf die zweite Reihe kommt... schwierig. Das ist jetzt kompliziert.
Okay, B2 hängt erstmal. Turm D2 ist vielleicht auch eine Drohung, die Schwarz hier aufgestellt hat. Also Weiß muss auch aufpassen. Turm AB1 deckt den Bauern, ja. Und jetzt wohl den anderen Turm ins Spiel bringen mit Turm E8. Turm E8 hätte sie vorher schon ziehen können. Das wäre. Okay, jetzt Turm nach E8. Und das ist natürlich schon eine Drohung, wenn jetzt dann der Turm von E8 auf E2 erscheinen sollte und die Türme dann alle Bauern auf der zweiten Reihe abgrasen, ist das natürlich schon eine Drohung. Jetzt Okaczas, genau, er versucht gleich dagegen vorzugehen mit Turm nach E1 und das hier zu verhindern, dass die Türme sich hier verdoppeln auf der zweiten Reihe. Auf der anderen Seite, wenn jetzt Schwarz hier abtauscht, dann kann Schwarz danach einfach auf B2 schlagen, oder? Was? Ach so, und dann hat Weiß Turm nach E7 und kann dann auf A7 schlagen und deckt von da aus geschickterweise den A-Bauern. Aber wie ist das zu bewerten? Da müssen wir mal tiefer reinschauen. Aber die Spieler haben hier ja nur ein paar Minuten Zeit. Das wird dann entsprechend spannend. Okay, sie tauschen hier den Turm ab. Und jetzt bringt sie den König mit König nach F7 näher ins Geschehen. Das sieht nach einem starken Zug aus. Denn der Bauer, der hängt einfach weiterhin auf B2 und wenn Weiß den decken sollte, dann kommt Turm nach D2 und man holt sich einfach den D-Bauern ab. Ich glaube, König nach F7 war ein echt starker Zug. Das sieht richtig solide aus. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob Weiß hier wirklich noch so klar besser steht oder ob das beziehungsweise was heißt besser steht. Ich habe ja gesagt, remislich bis angenehmer für Weiß zu spielen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch immer noch wirklich angenehmer für Weiß ist. Weiß hätte am besten seinen König schon auf F1 stehen, dann könnte er jetzt einfach Turm nach E2 spielen und alles ist gut und Weiß würde das hier sogar wohl gewinnen mit diesem Mehrbauern, der er aktuell noch hat. Aber jetzt, so, der König ist ja ein Feld zu weit weg. Um Turm nach E2 spielen zu können. Und jetzt muss Weiß wohl einen Bauern hergeben. Und jetzt ist die Frage, welchen Bauern er hier hergibt. Oder möchte ich einen Gegenangriff machen? Aber wo? Wie? Vielleicht einfach den T-Bauern Turm nach D1 oder Turm nach B1. Würde ich jetzt hier mal als erstes vermuten. Turm D1, Turm B1. Vielleicht König F. Geht König F1 trotzdem? Naja, dann kommt einfach Turm D2, Turm E2 und das ist auch wieder remislich einfach. Okay, irgendwie so langsam drängt sich mir die Vermutung auf, dass diese Stellung einfach ausgeglichen ist und hier für Weiß jetzt nichts mehr wirklich aktuell zu holen ist, sondern es einfach ausgeglichen steht. Oder gibt es hier noch was wie Weiß? Dieses Mehrmaterial, das er jetzt noch aktuell hat, irgendwie bewahren kann oder irgendwie da einen Profit draus schlagen kann. Die Frage ist auch, welchen Bauern er aufgeben möchte. Wenn er den B-Bauern aufbildet mit Turm D1, dann kann der König rechtzeitig den D-Bauern blocken. Und Weiß kommt nicht wirklich weiter. Sieht auch remisig aus. Okay, er zieht Turm nach E3. Das war jetzt vollkommen unvorhergesehen für mich. Turm nach E. Was ist die Idee von Turm nach E3? Turm nach D3, aber dann hätte er doch gleich Turm nach D1 spielen können. Turm nach D3. Ach so, er möchte nach. Aha. Jetzt kommt natürlich Turm schlägt B2, genau, ja, richtig. Und ja, jetzt Turm nach A3, das ist sein Plan, oder? Dann den A-Bauern decken und gleichzeitig den A7-Bauern angreifen. Aber den kann doch Schwarz dann gut retten mit A5 und dann ist der weiße Turm vielleicht ein bisschen passiv. Aber ich kann mich ja auch irren. Oder hat er hier einen anderen Plan? Oder vielleicht Turm nach C3 spielen und dann irgendwie. Nee, aber dann schlägt einfach der Turm auf A2. Dann bringt dieses Schach da hinten nichts mehr. Und ja, so also muss eigentlich schon Turm A3 kommen. Oder A4? Nee, genau, Turm nach A3. Turm nach A3, weil auch hinter den Bauern sich mit dem Turm zu stellen, das reicht nicht, weil der gegnerische König sich einfach vor den Bauern stellt und nichts kann ihn da wegtreiben. A5, klar, macht Sinn. Aha. Das ist ja jetzt ja interessant. König nach G2. Also er möchte seinen König aktivieren. Über F3 dann wahrscheinlich. Und sie ihren auch. Das macht auch Sinn. König nach E6. Und jetzt kommen beide Spieler mit den Königen hier in Richtung Zentrum.
Und ich meine, an Orkaczes Gesichtsausdruck ablesen zu können, dass er sich nicht allzu wohl fühlt irgendwie. Es ist. Und auch je mehr ich die Stellung ansehe, wenn ich da die zwei verbundenen Bauern sehe am Damenflügel, die sind schon bedrohlich. Und der weiße Turm ist ein bisschen inaktiv. Schwierig. Ist das vielleicht hier schon besser für Schwarz? Ja, könnte sein. Okay, König dahin und dann möchte sie dann den Turm angreifen mit König nach B4, ne? Und dann fällt der Bauer. Moment, aber dann kann doch. Oh, ist das die richtige. War das der richtige Plan, der Königszug? König B4, dann kann der Turm sich wieder aktivieren mit Turm nach D3 vielleicht. Und dann läuft doch der D-Bauer. Okay, Orkaczes spielt erstmal H4, lässt es also alles offen. Und lässt sie kommen. Jetzt, was ist ihr Plan? Ist ihr Plan jetzt König B4? Und dann. Aber der Turm steht doch eh schlecht auf A3. Vielleicht sollte Schwarz irgendeinen anderen Plan verfolgen, aber welchen? Doch, kommt König nach B4, ja, okay, aber jetzt geht der Turm doch einfach nach D3 und stützt dann den D-Bauern, der dann einfach laufen kann. Ja, genau. So, und das ist jetzt natürlich auch gefährlich. Wie ist das jetzt zu bewerten? Wobei, Schwarz kriegt ja jetzt dafür auch den A-Bauern, also es ist schwierig. Und dann, und dann waren die verbundenen Bauern am Damenflügel von Schwarz plötzlich sehr stark. Das muss man länger drüber nachdenken. Ja, genau, Turm schlägt da 2. Jetzt Turm nach C2. Okay, sie kommen mit dem König nicht mehr ran, deswegen muss sie mit dem Turm den Bauern abfangen. Und danach laufen ihre beiden Bauern am Damenflügel. Und die sind gefährlich, die sind stark. Wie hält er die denn auf? Also selbst wenn dann am Ende sie den Turm für den Bauern geben muss, dann spielt er am Ende mit einem Turm gegen die zwei vorgerückten Freibauern. Das könnte sehr knapp fahren, sehr spannend. Die Frage ist, wer gewinnt das dann? Vielleicht sieht das jetzt hier, also ich würde sagen, das sieht besser aus für Schwarz, oder? Weiß ist hier irgendwie unter Druck. Auch wenn der D-Bauer ist natürlich auch ein gewisser Trumpf, aber der Turm auf C8, der fängt den Bauern einfach ab. A4, genau, König nach D4, der König hilft dann vielleicht auch noch dem Bauern. Aber diese Bauern am Damenflügel sehen sehr gefährlich aus. Die sehen wirklich sehr gefährlich aus von Schwarz. A3, König nach A2. Bauer nach A2 dann. Und dann ist der Bauer nur noch ein Feld von der Umwandlung entfernt. Was macht Weiß hier am besten? Den Bauern eins nach vorne schieben, aber dann kommt ein Turm nach D8 und muss der König erst noch zwei Züge machen, bis er den Turm angreift. Und am Ende läuft es wohl darauf hinaus, dass der Turm sich dann für den Bauern gibt. Und dann der Turm von Orkaczes gegen die beiden Bauern ankämpfen müsste. Aber das ist wahrscheinlich etwas viel für den einen Turm, denn die zwei Bauern sind schon weit vorne und der König, der gegnerische, der hilft auch noch mit. Also sieht das hier gut für Chessborn aus. Kann das sein, dass Chessborn hier vielleicht sogar auf Gewinn steht? Es ist. Ja, womöglich. Aber wie kann man es am besten konvertieren? Turm nach A8 und den eigenen Bauern. Ja, Turm nach A8, eigenen Bauern schützen. Und dann droht schon A2. Von Weiß droht auch das. Weiß muss eben den König noch aus der Linie Turm und Bauer rauskriegen. Entweder über E6 oder über C6. Was ist besser? Ja, über C6, weil der B-Bauer so gefährlich ist. Klar, logisch. Deswegen zieht er hier König nach C6. Ja, macht Sinn. So, und was macht sie jetzt? Läuft sie jetzt mit dem Bauern vor, oder? Was ist mit dem Bauern vorlaufen? A2? Gewinnt das nicht einfach? A2, ja. Ach so, und er kommt dann mit dem Turm noch zurück. Oh, das ist spannend. Okay, sie kann jetzt nicht mit dem Bauern vorlaufen, weil sonst der Turm nimmt und am Ende Orkaczes sich eine Dame auf die 8 holen kann. Deswegen zieht sie B5. Oh, aufmerksam. Aufmerksam, einfach den Bauern, der auf B6 vom König angegriffen war, einfach den decken und einfach alles andere so stehen lassen. Oh, ich glaube, das war ein richtig starker Zug, B5. B5 war, glaube ich, richtig gut. Okay, Orkaczes kämpft hier wie ein Löwe mit König nach B7. Und jetzt ist der Turm angegriffen und jetzt muss Schwarz sich auch entscheiden, was er macht. Also wohin sie jetzt hier zieht. Turm nach D8, ne? Ach so, Turm nach F8.
F8, Turm nach F8, ja, da hat sie einen Zug mehr Zeit. Ist vielleicht ganz clever, aber wenn der König dann da dran, wie ist es dann? Dieses Turm, wenn der Turm gegen die zwei Bauern spielt, König nach C7, ist das richtig gewesen? Warum? Also, da kann ich durchziehen, weil der Bauer sonst genau sich verwandelt. Genau, deswegen war König nach C7 nötig. Genau, jetzt verwandelt er sich. Auch logisch. Turm nimmt. König nimmt, ganz wichtig, nicht der Turm, sonst läuft der Bauer durch. Und es gewinnt Schwarz. Das gewinnt Schwarz, weil der B-Bauer so stark ist. Und Weiß kann den B-Bauer nicht mehr abfangen. Oder? Weiß muss den Turm geben, auch wenn jetzt König nach C7 kommt, er ist ein Zug zu langsam. Deswegen gibt er erst hier einmal noch Schach mit dem Turm. Aber ist das schon Verzweiflung? Weil es ist wirklich schwierig hier. Wie kann man denn die noch aufhalten, die Bauern? Das ist ja... Die sind ja komplett zerstörerisch. Aha, Turm nach D7. Er droht mit diesem Schach, deswegen kann Schwarz nicht direkt durchziehen. Genau, König zieht. Okay, Bauern sind beide haben nur noch wenige Sekunden hier. Ja, nur noch 29 zu 16 Sekunden, 15. Sehr knapp, beide ziehen sehr schnell. Schwarz versucht hier seinen Bauern zu verwandeln. Weiß gibt den Turm und Weiß kriegt dafür die Bauern am Königsflügel. Schwarz versucht sich so damit zu verwandeln. Der weiße Bauer rennt am Königsflügel. Schwarz kriegt eine Dame. Müsste jetzt einfach aufs Eckfeld ziehen. Ob der so gut war. Schwarz müsste einfach in die Ecke mit der Dame ziehen und dann mit dem König kommen. Ja, jetzt kommt ein Schach. Ist es Dauerschach? Ist Dauerschach nur noch 4 Sekunden, 13 Sekunden, 4 zu 13. Hier ist es Schach. Okay, wollen sie Dauerschach oder will Weiß hier? Weiß will mehr mit G4. Macht auch vielleicht Sinn, aber er hat wenig Zeit. Seine Zeit ist auf 0, oder? Ja, seine Zeit ist... Ach, seine Zeit ist auf 0. Crazy. It's a very, very, very interesting endgame. I thought the free pawn is making it. It's very dangerous, but then yes. You have the two connected passers here mm-hmm. on the other wing. And herzlichen Dank an Ledator für diese super Kommentierung gerade. Richtig, richtig cool. Schaut auch mal auf seinem Kanal vorbei. Ich habe ihn in der Videobeschreibung verlinkt. Ledator vorbeischauen. Was wir jetzt machen, es kam häufig so Feedback, macht doch eine Analyse direkt nach diesen Real Chess League Partien. Das ist jetzt mal so ein Prototype, schreibt mal in die Kommentare. Wie findet ihr das, wenn jetzt ein Spieler, jetzt zum Beispiel ich, ein Großmeister oder wer auch immer, direkt nach der Partie eine kurze, knackige Fokusanalyse macht und einfach mal quasi auf diese wichtigsten Punkte eingeht in der Partie und einfach sagt, okay, was kann man besser machen und es wirklich kurz und knackig hält. Also ich merke schon, ich komme jetzt wieder so ein bisschen ins Labern rein. Deswegen... Gebt mir eine Chance und ich starte hier direkt durch mit der Analyse. Ich war weiß, also ich hatte die weißen Steine, Angelika war schwarz und sie hat mich am Schluss im Endspiel richtig fertig gemacht, im Turmendspiel wirklich platt gemacht. Aber natürlich ist eine Partie nicht fehlerfrei. Ich blende jetzt auch mal ein paar Statistiken zur Partie ein. Also ihr habt jetzt hier oben auch mal den Verlauf der Partie, also es ist quasi so ein grafisches, statistisches Diagramm. Also wie haben sich diese Centipawn-Losses verteilt über die Partien, wo waren die Blunders, einfach eine grafische Visualisierung und noch so eine Tabelle, wo dann diese einzelnen Ungenauigkeiten, Patzer und Fehler drin aufgeführt sind. Schreibt mir auch da mal, ob ihr das cool findet, auch solche Sports oder Chess-Sports-Statistics nach so einem Real Chess League-Spiel, nach so einer Partie eingeblendet haben wollt. Schreibt es mir auch mal. Genau, jetzt gehen wir mal zur Analyse. Genau, ich habe E4 gespielt, Angelika hat Französisch gespielt. Ihr wisst, ich spiele gerne den königsindischen Angriff, D3, königsindischen Angriff, C5, Springer F3, Springer C6, G3, G6. Er hat sich gut vorbereitet und hat diese Fianchetto-Variante ausgesucht. Spielt auch Vincent Keimer, ist eine gute Variante. Läufer G5 ist mein Lieblingszug, einfach die Dame einfach mal rauslocken. Ich spiele direkt F6 und jetzt spiele ich Läufer E3. Genau, Läufer E3 ist ein normaler Zug, was man auch spielen kann, ist, man kann Läufer D2 spielen, weil auf Läufer D2... gibt's nicht so, ist D5 jetzt nicht direkt so problematisch. Also ich denke, dass auf Läufer E3, was ich gespielt habe, dass da der Zug D5 von ihr mit Abstand der stärkste Zug ist. Gleich im Zentrum Druck machen. Hat sie nicht gespielt. Sie hat Läufer G7 gespielt und fianchettiert. Läufer G2, ganz normale Entwicklung, normale Partie. Springer GE7, sie bereitet auch die Rochade vor. Ich rochiere. B6, das war jetzt schon ein seltener Zug. Und der Zug ist auch nicht so gut. Dieses Fianchetto hier. Also Schwarz sollte eher im Zentrum spielen mit D5. Aber ich, Eumel, also ihr müsst mir jetzt auch ein bisschen an den Ohren ziehen. Ich spiele jetzt hier so einen Schablonenzug. Einfach so ähnlich wie so ein Rosolimo. Nur nach 15 Zügen, das wird gleich bestraft. Damit D2.
Dame D2 hat auch eine klare Idee. Dame D2 möchte einfach mit Läufer H6 am Königsflügel angreifen. Das ist aber sehr langsam und relativ zahnlos in diesem Stellungstyp. Deswegen auch nochmal wichtig, also nicht immer quasi einfach so Schablonen runterraten, habt ihr schon mal gesehen, muss ja gut sein, sondern wirklich nachdenken. Es gibt immer Ausnahmen. Und natürlich ist B6 hier eine Ausnahme. Das ist ein Zug, der ist eigentlich sehr selten. Es ist kein starker Zug, es ist eher eine Ungenauigkeit. Hier kann Weiß direkt die Initiative ergreifen. Und der richtige Zug ist einfach direkt im Zentrum vorgehen mit D4. Und was dann entstehen kann, ist zum Beispiel schlägt D4, Springer schlägt D4, Springer schlägt D4, Dame schlägt D4, Springer C6 und dann Dame D2. Und das ist hier viel besser, weil jetzt hat man hier auch Kontrolle über die D-Linien, kann mit Springer C3, Turm D1, Turm E1, dann auch noch Schwerfigurendruck aufs Zentrum ausüben. Und das ändert den ganzen Charakter der Stellung und macht die Stellung sogar attraktiver und deutlich besser für Weiß. Habe ich nicht genutzt und ich habe jetzt einfach meinen Schablonenzug hier gespielt und verschwende jetzt eben halt relativ viele Tempi auch dafür. Rochade, Läufer H6, genau, Läufer B7, sie juckt es gar nicht, also sie macht es richtig. Sie entwickelt sich einfach und sagt, komm, hau halt raus auf G7, macht nichts. Auf G7 steht der König eh nicht schlecht. Russische, sowjetische Schachschule, Wladimir Kramnik hat auch immer König G2, ist nie falsch. Ja, also das war ein bisschen zu zahnlos, zu langsam. Läufer schlägt G7, König schlägt G7. Die Stellung ist natürlich trotzdem ausgeglichen. Genau, D4, auch ein normaler Zug, aber D4 ist jetzt bei weitem nicht mehr so stark, weil sie viel besser entwickelt ist. Ich habe sehr viele Tempi verbraucht für meinen Läufer, für meinen Dame D2, Läufer H6 Manöver. Deswegen, es geht auch um Zeit im Schach, schnell zu sein. Jetzt spiele ich halt so, genau, sie spielt schlägt D4, Springer schlägt D4, Springer schlägt D4, es kommen viele Abtausche, Dame schlägt D4, Turm C8, Springer C3, alles normal, D5, super. Sie spielt aktiv. Sie gibt mir jetzt auch nicht die Zeit, quasi. Wenn sie mir jetzt die Zeit gibt, mich zu konsolidieren mit Turm D1 und Turm E1, stehe ich schnell wieder richtig gut. Dann habe ich alles unter Kontrolle. Sie macht alles richtig, sie spielt aktiv und hat hier sogar als Schwarz die Initiative. Steht aktiver ein Tick. Ich muss hier rausschlagen. Wenn ich jetzt nicht hier rausschlage, kann ich in so Sachen reinkommen wie mit E5 und D4. Sehr unangenehm. Es tauscht sich sehr viel ab und es entsteht ein Endspiel, ein Turmendspiel. Und ich habe jetzt hier C3 gespielt und habe jetzt gedacht, okay, ist alles in Butter. Sie hat hier einen isolierten Bauern. Ich ganz, ganz langsam spielen. Ich spiele Turm D1, verdoppel hier vielleicht mit Turm D4, Turm FD1. Und ich habe einen langfristigen Druck und sollte eigentlich leicht besser stehen. Das habe ich gedacht. Aber hier kommt der Brüller. Sie spielt jetzt hier einen super Zug, D4. Es ist wirklich ein Game Changer, der hier wirklich einen Bauern opfert für Aktivität. Und das ist wirklich sehr stark und aus praktischer Sicht steht es jetzt einfach aktiver und besser. Also wenn Menschen gegeneinander spielen, die Maschine sagt natürlich, okay, kein Problem, den Bauern nehme ich, das halte ich einfach. Aber man wird es hier sehen, sie kommt jetzt hier mit dem Turm rein und steht sehr aktiv. Ich spiele Turm AB1 und decke meine Bauern. Sie spielt aktiv hier, geht in die E-Linie, ich tausche hier raus, tauschen. Wichtig, sie spielt jetzt hier den, wenn sie jetzt hier direkt nimmt, komme ich hier hinten rein und alles ist wieder in Butter und ich stehe wahrscheinlich sogar besser, weil ich jetzt hier diesen Bauern gewinne. Und werde aktiv. Sie lässt es gar nicht zu, sie sagt einfach, okay, sie hat jetzt schon ihren starken Turm hier auf der zweiten Reihe und verbessert ihren König. Der König ist extrem wichtig im Endspiel und lässt mich hier nicht eindringen. Ich kann hier nicht eindringen auf den Feldern, weil diese Felder der König deckt. Und ich spiele jetzt hier Turm E3 und versuche jetzt hier irgendwas zu machen. Sehr kreativ natürlich, ist aber nicht richtig. Richtig wäre jetzt hier gewesen, selber auch, ich stehe jetzt hier schon deutlich schlechter. Also durch dieses Manöver stehe ich deutlich schlechter, weil sie hat hier den aktiven Turm und diese konsolidierten Bauern, die auch jetzt am Ende sehr, sehr gefährlich werden und dann halt auch anfangen zu laufen. Und das ist echt unangenehm. Gerade auch mit der Königsaktivität von ihr. Was man hier spielen muss, muss hier selber quasi all-in gehen, Aktivität, Initiative bringen mit D5. Was dann passieren kann, ist zum Beispiel Turm schlägt B2, D6, Turm schlägt A2, Turm Schach. Sie geht hier hin. Das Problem ist, wenn sie hier hingeht, ist der Bauer durch. Dann gewinne ich sogar noch als Weißer. Zack, König F8, ich nehme hier. Und das ist eine sehr aktive Stellung, jetzt auch eher für Weiß sogar, weil der Bauer hier so weit vorne ist und sehr gefährlich ist, der Freibauer. Deswegen, wenn es keine, also nicht immer die passive Lösung wählen, immer auf Aktivität gehen, nach aktiven Lösungen im Endspiel suchen, diese Kompensation durch Aktivität bringen. Dieses Knet, dieses Bauernhalten, passiv irgendwie alles gedeckt halten, geht meistens doof in die Hose. Ja, das habe ich leider alles nicht gesehen, diesen aktiven Plan. Wir waren auch ein bisschen in Zeitnot. Deswegen analysiert man ja auch, genau.
ich habe jetzt hier so gespielt, sie läuft mit ihren Bauern und steht richtig gut, verbessert ihren König. Sie hat jetzt hier diesen Vorteil in diesem Endspiel, aber sie lässt mich wieder rauskommen. Sie geht jetzt mit dem König nach C4, ich mache jetzt H4 und sie geht jetzt auf Bauernraub und ist selber ein bisschen unvorsichtig mit meinem Freibauern. Ich spiele Turm D3, sie schlägt hier und ich laufe mit meinem Bauern. Der Bauer wird auf einmal sehr stark, aber ihre Bauern sind auch sehr stark. Diese zwei verbundenen Freibauern ist ein Horrorszenario. Habt ihr schon mal gegen zwei verbundene Freibauern gespielt? Kann zur richtigen Katastrophe werden. So, sie geht jetzt auf die C-Linie, ich laufe weiter, sie geht mit dem Turm runter. Ich verbessere meinen König, sie läuft mit dem Bauern, ich verbessere meinen König weiter und versuche meinen Bauern durchzubekommen, sie läuft weiter. D7, Turm nach A8, sie möchte durchlaufen mit dem Bauern, König C6, jetzt kommt A2, Turm D1, richtig gut von mir gespielt jetzt noch, und B5. Und jetzt hat sie es auch gesagt, also in dem Endspiel. Sie meint auch, das ist Remis und alles, was sie in der Analyse gesagt hat. Schaut auch mal auf dem Real Chess League Kanal vorbei. Da spricht sie ganz genau über die Analyse und wie mir das Endspiel behandelt. Sie hat komplett recht gehabt. Ich muss mit meinem König hier bleiben, an diesem Bauern kleben bleiben, den angreifen, den attackieren. Und das heißt, ihr König bleibt auch gefesselt an den Bauern und sie kann keine Fortschritte machen. Denn in jedem Moment, wo sie jetzt hier vorgeht, baller ich einfach den Bauern raus auf B5 und sie hat dann Probleme. Also das heißt, ich muss eher hinten bleiben und an diesem B-Bauern bleiben, dann habe ich eine Remis-Stellung, dann habe ich eine Remis-Schaukel. Leider habe ich das nicht gesehen. Ich kann jetzt ein Beispiel zeigen, wie man jetzt hier hätte spielen können. Einfach Turm A1, sie macht jetzt mal einen Schach, ich gehe hoch, sie muss wieder Schach geben und wenn sie jetzt zum Beispiel opfert, zum Beispiel geht es auch, wenn sie jetzt zum Beispiel wieder runter geht, genau, dann drohe ich das wieder. Dann gibt sie wieder Schach und so weiter. Und so weiter. Aber sie kann ab einer gewissen Stelle auch hier opfern. Turm schlägt D7, dann nehme ich einfach raus. Sie geht weiter. Ich klebe wieder mit dem Bauern, mit dem König an den Bauern. Zack, dranbleiben an den Bauern. Wichtig. Die Bauern attackieren. Sie geht runter, ich tausche raus, ich schlage hier. Und es entsteht ein richtig chaotisches Endspiel, das wahrscheinlich Remis ausgeht. Aber das ist die richtige Methode gewesen. Ich habe das nicht gemacht. Das war das sehr verhängnisvoll. Ich habe jetzt versucht, irgendwie den Bauern durchzukriegen, kriege ihn zwar auch durch, aber diese zwei verbundenen Freibauern dominieren einfach den Turm. Ihr seht, was jetzt passiert, zack, 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 zack. Sie läuft langsam mit den Bauern durch und sie bekommt eine Dame. Und in dieser Konstellation kann ich kein Remis-Endspiel erreichen. Ist leider nicht möglich. Aus einem Grund auch, man könnte jetzt denken, okay, hier gibt es ja diese Patt-Idee mit dem Randbauern, die gibt es aber nicht. Zum Beispiel, ich kann es zum Beispiel zeigen, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Ecke gehe, geht sie einfach hier hin und macht Dame nach F7, Abwartezug. Eigentlich wäre es Patt, wenn ich jetzt keine Bauern hätte. Wenn jetzt diese ganzen Bauern fehlen würden, wäre es eine Patt-Stellung. Aber ich kann ja laufen. Ich habe jetzt hier einfach ein Tempo, Reservetempo nutzt sie und jetzt einfach Schachmatt. Und die Partie ist vorbei. Deswegen ist es hier kein Remis-Spiel. Sehr spannendes Turm-Endspiel. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ihr konntet da auch ein bisschen was mitnehmen in dem Endspiel. Ja. Wie fandet ihr die erste deutsche Kommentierung von der Real Chess League Partie? Schreibt mal in die Kommentare und schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr das gut findet mit diesen Schnellanalysen. Ich weiß, ich muss noch ein bisschen schneller werden, aber schreibt mal, wie ihr dieses Tempo, den Pace hier in der Analyse findet. Ciao. Not so much time left in the end. Congratulations. Thank you.